So, nochmal dann kritisieren, urteilen. Mit Markus haben wir einfach eine gute Idee gehabt. Wir haben uns in manche Sachen zurückgehalten und haben wir uns nicht manchmal alles gesagt. So, es ist schwierig, einfach auch tagsüber. Und möchte ich einfach auch sehr gerne anbieten, im Voraus angemeldet, ein Streitgespräch mit mir. Das heißt, was kritisierst du an mich oder an JITV? Und zwar die Struktur dieser Streitgespräche ist einfach so, dass jeder die Verantwortung übernimmt, dass wir einfach auch erstmal, so wie die Kämpfer, uns beugen. Dann fangen wir ein bewusstes Streitgespräch an und dann gehen wir richtig rein, bewusst und klar, und können wir das spielerisch einfach auch machen, auch ernst. Und dann mit wirklich immer diesem Abstand, jeder kann das natürlich immer stoppen, nein, jetzt nicht, also jeder hat es immer einfach auch in der Hand, und dann zum Glück, zum Schluss kann man sich einfach auch wieder beugen. Ich sehe einfach, die Idee ist entstanden, weil sehr viele Menschen, dadurch, dass wir alles senden, wenn jetzt Indigo senden, oh, was ist das? Der andere, der ernst ist, oh, ich möchte einen ersten Vortrag. Oh, der andere, oh, das Audio ist schlecht. Oder oh, das ist falsch geschnitten. Oder oh, wie könnt ihr so eine wichtige Person senden? Das heißt, dadurch, dass wir nicht eine Richtung haben, sondern wir haben in JITV alle Richtungen, wir wertschätzen alles, haben wir große Probleme. Wir sind nicht nur jetzt nur Satsang oder nur Feng Shui oder nur Krimi und oder nur Sensationen oder die wichtigen Personen, die Bekannten. Also jeder hat irgendwie eine Richtung. Wir senden alles. Das heißt, sobald irgendjemand sieht, oh, was ist das? Wenn JITV das sendet, will ich damit nichts zu tun haben. Oder was? Live-Sendung, komisch. Der bewegt sich oder was weiß ich was, ist nicht geschminkt oder was oder egal was. Und sind ganz wirklich 98% der Zuschauer scheitern an das Urteilen. Und deswegen, in meiner Großzügigkeit, biete ich einfach auch Streitgespräche an. Wichtig, dass sie vorher per E-Mail mitgeteilt werden und dass das Gefühl da ist, dass beide ehrlich sind in der Absicht, das heißt, ich möchte auch entscheiden, ob ich das möchte, und dass wir den Abend einfach auch 10 Minuten oder 30 Minuten eine ganze Reihe machen können über Streitgespräche. Wir sind einfach auch bald auch 10 Tage in Italien. Deswegen schreibt einfach auch eine E-Mail, vielleicht können wir morgen anfangen, mal gucken, wie sich das einfach auch ergibt. Es wird sowieso eine Videothek geben und ich zeige euch zum Beispiel, wie ich das jetzt mache, in Livestream, wo ist meine Sendung, ist einfach ein bisschen schwierig. Zeige ich ein paar Sachen, wie das einfach auch geordnet wird. Ich verbringe schon oft die Nächte. So, hier, wenn ihr zum Beispiel 5. Festival der Goldene Talente schaut, was Barbara uns geschenkt hat. Wow. Dann hier Videos. Jetzt habe ich die alle zum Beispiel hier reingemacht. Der 5. Hier sind die Ansagen. Und hier sind eben einige Videos schon drin. Dann hier die Videos des 4. Kongress. Ich glaube, hier sind
30, 40 Video. Und hier das zweite und dritte, hier sind 70 Video, glaube ich. So, in dieser Form möchte ich die einfach auch alle ordnen. Und eben, viele wissen das noch nicht. Man muss einfach auch starten oder hier einfach auch klicken und dann scrollen. Und dann, wenn man die Maus wegmacht, dann geht diese Leiste wieder runter. Die sind natürlich jetzt nicht, dass jemand jetzt 3 Wochen gesessen hat, die habe ich einfach hochgeladen. Mag sein, dass natürlich viele nicht perfekt oder nicht, aber es ist ja alles kostenlos. Noch. So, ihr kennt natürlich den Vorteil, könnt ihr auch vorscrollen. Jetzt Sabine. Ja, natürlich wertvolle Vorträge einfach auch, ne? Wunderbare Menschen. Gut. Ja, die Struktur verändert sich jetzt natürlich einfach auch ständig. Deswegen kann ich nichts dafür. Deswegen unterstützt einfach auch diese neue Seite, so dass wir solche Multiplikationseffekte bekommen. Das ist deine Seite, deine Webseite, und lade ich dich gerne dazu ein, sofort dich da zu registrieren. Einen kleinen Beitrag ist es noch, Jahresbeitrag ist 10 Euro für die erste 50. Deswegen melde dich, wer es nicht hat, mal gucken, kann einfach auch ein bisschen was helfen. So, mal gucken, ob es Fragen gibt. Oder Streichelgespräche. Ja, die haben wir sowieso ständig, ne? Streiten wir gleich, du Knalltüte. Geschminkt, aber nur, wenn du zum Wiener Ball gehst. Ist es dann noch echt, wenn es vorher abgesprochen ist? Danke, Drachenkraft. Ja, es ist echt da. Danke für diese schöne Frage. Wenn wir unbewusst streiten, das ist nicht echt. Irgendetwas besitzt uns, das sind nicht wir. Wir sind besetzt von irgendeiner Vorstellung. Und deswegen, wenn wir uns, es ist wie mit den Meditationen am Anfang, die dynamische Meditation oder die Lachmeditation, ne? Dynamische Meditation würde ich gerne wieder machen, eine Woche Osho-Meditation. Machst du Hyperventilation und dann legst du los, indem du einfach explodierst, egal was kommt, Emotionen, Wut und so weiter. Und nach 10, 20, das habe ich 10 Jahre lang fast gemacht, 5, 6 Stunden am Tag meditiert, dann kam eben, habe ich angefangen zu verstehen, was es bedeutet, etwas bewusst zu machen. Etwas, wenn ich weiß, dass mir jemand sagt und weiß, der Termin ist da und plötzlich geht was ab. Jeet, ich wollte dir immer sagen, dass du, was weiß ich, immer schlecht angezogen bist oder dass du Sabine zu wenig wertschätzt, ist mir wichtig. Ich wollte mit dir einen Streit anfangen,
dass es einfach auch ganz wichtig ist, dass du, und ich bestehe darauf und so, aber es ist eine ganz andere Haltung, wie wir das machen können. Weil oft sind wirklich viele Leute, die sich nicht trauen, sind weggegangen, auch weil sie die Verantwortung dafür nicht übernehmen wollten. Und ich kann gerne diesen Streit einfach auch annehmen, aber nicht, wenn ich meine Schuld ist, wenn der andere die Verantwortung für das, was sie eher sagt, übernimmt. Und das heißt, dann ist es echt, ist für mich ein echter Streitgespräch. Natürlich darf man das nicht falsch machen. So, ja, ich wollte dir immer sagen, das ist schon scheiße, aber macht nichts und so. Also die Kunst, den Streit bewusst zu machen, ist für mich eine hohe Kunst. Ich traue mich, auch wenn ich ein bisschen noch unsicher bin. Und es ist so, dass wir, wenn es um Streit geht, wir streiten uns sowieso ständig mit unserem Körper. Also jeder Schmerz, den wir haben, immer wenn wir müde sind, wenn wir ausgelaugt sind, haben wir uns mit unserem Körper gestritten. Wenn wir nicht ohne zu denken sein können, den Kopf nicht abschalten können, wer kann schon jetzt nicht denken? Das heißt, in unser Kopf findet ständig Streit von Gedanken. So auf viele Ebenen. Ich nehme an, dass das eine Bewusstwerdung sein wird, unser innerer Streit. Und für mich habe ich Gelegenheiten, einfach auch was Neues zu lernen. Und glaube, dass wir einiges erkennen werden, wie wir einfach auch in JITV, weil wir eben alle senden. Und wer alles sendet, kriegt immer Urteil. Spätestens irgendwann. Dass wir was Neues einfach erkennen können zusammen. So. Ist es dann noch etwas, wenn es vorher abgesprochen ist, dann fehlt doch die wahre Energie. Oder sollte es nicht direkt kommen, wenn jemand das Gefühl hat, da verstehe ich die Absicht nicht. Nee, eben, wenn jemand das Gefühl direkt hat, also wir haben diese Streitkultur nicht. Ne? Also gerne, wenn jemand einfach auch anruft, aber wenn jemand nur auf den Kopf schmeißt, wie es normalerweise ist, das kann ich nicht annehmen. Das ist nicht für mich der Weg. Denn wenn jemand etwas auf den Kopf schmeißt, der hört nicht oder was weiß ich was. Was steht genau hinter deine Streitgespräche? Ups, das hat mich rauskatapultiert, aber was? Markus, natürlich sollte keine künstliche inszenierte Streitgespräche sein. Hallo Markus. Sondern aussprechen, wenn etwas gesagt werden will. Es kann auch ganz harmonisch verlaufen. Ich denke einfach, dass da sehr viel Energie daraus kommen wird. Also ich traue mich, ich bin gespannt, werde sehr vorsichtig sein. Am Anfang ist immer ein bisschen so, aber ich glaube schon, dass wir eine neue Kunst entwickeln werden. Im Grunde genommen, die große Zen-Meister haben Streit und Kampf entwickelt, um zu meditieren. Also der Kampf, Kung Fu, Shaolin und so weiter, ist entwickelt worden, um in die Mitte zu kommen. Also die Kunst des Streits, um die Mitte zu erfahren. So, in einer Atmosphäre, wenn der Respekt da ist und ein Streit ist, es kann harmonisch, es kann heftig, es kann. Nur, wir werden die Wege finden, dass wir einen Raum, wir geben uns vielleicht ein System finden, einen Raum finden, wo es einfach auch eine Zeit lang auch fixiert ist, so wie eine Meditation. Aber eben, die dynamische Meditation zum Beispiel, die osho-dynamische Meditation, die ist heftig. Ne? Markus, es fließt schon. Ich streite gerne mit dir. Oft entsteht auch nicht gelebte Emotionen.
Es öffnet immens, genau. Immer in Achtsamkeit des anderen. Du, genau. Eben, ich glaube, wir halten uns immer zurück und das ist ein Streit. Ne? Also wenn wir uns zurückhalten, das ist Streit. Wenn wir streiten und das bewusst, uns bewusst streiten, zum Beispiel, für mich ist wichtig, Ritus Nummer 1 ist lieber so und so. Ich möchte jetzt mit dir streiten. Darf ich? Ich übernehme die volle Verantwortung, dass das, was ich sagen werde, meine Emotion ist und ich bin bereit zu lernen. Der andere sagt, ja, ist okay. Gut, kennen wir Streit? Yeah, und dann kann ich loslegen. Auch heftig, auch so. Ne? Und wir müssen irgendwelche Regeln finden, damit niemand irgendetwas auf den Kopf bekommt. Aber ich denke, dass wenn wir die ersten eben mit Markus oder mit Menschen machen, die das einfach wirklich wollen, dass wir durch diese Achtsamkeit dies einfach auch gut tun werden. Dass wir vieles einfach auch lernen werden. Aus Streit folgt Lösung und Ausgleich. Genau. Aber eben, möchte ich wirklich darauf hinweisen, dass 97% der Zuschauer, wir haben circa 500 Videos werden pro Stunde gesehen. In JTV, das kennt ja alles das, was woanders geladen worden ist. 97% streiten mit sich, mit dem Urteil. Und deswegen glaube ich, dass das Entwickeln einer Streitkultur, das uns viel, 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 viel heilen kann. Uns bewusst machen, was wir machen. Markus ist da ja richtig, aber interessant wird es denn, wenn in dem Moment bei uns sein können. Genau. Die spontane Reaktion bei mir beobachte ich in letzter Zeit, wie ich dann damit umgehe. Drachenkraft. Ich will auch keinen Kampf, aber manchmal haut mich ein Eingriff um. Und dann wird es erst interessant, Stopp zu sagen und den Überblick zu behalten. Genau, irgendetwas mit Stopp müssen wir machen. Wenn jemand sagt Stopp, dann, was weiß ich, als Regel ist eine Minute Stille. Jeder geht in sich. Beispiel. Ja, es ist nicht so einfach, es überhaupt in Worte zu beschreiben. Ich weiß, dass ich mit Jit jederzeit streiten kann. Doch ohne Grund werde ich nicht streiten. Genau. Nee, nee, wir haben schon etwas, es ist schon wichtig, dass der Verstand einfach auch mitkommt. Ich bin nämlich ganz lieb. Das fühle ich, Markus. Yeah. Okay. Gerne, Markus. Wenn du jetzt, ich weiß einfach auch wie, ja, einfach den Link vielleicht. Okay. Liebe Zuschauer, ich schaue mir das Bild jetzt allein. Wow, wenn jemand sich streiten will und auch das Bild sehen möchte, muss irgendetwas Tolles schreiben. Wer möchte das Bild von Markus sehen? Nein, ihr dürft das nicht schauen. Ich brauche ein Schlüsselwort, bevor ich das Bild von Markus einblende. Oh nein, Verena, nicht. Ach shit. Nein, Verena, komm, das ist ein Spiel.
Es ist anders, wenn wir das zusammen gucken, wie wenn du das alleine guckst. Schlüssel, wow, Dankeschön. Je, Engelfest, ja, you, ich. Habe ich von der Indigo Akademie gelernt, jetzt einfach. Ja, aber Verena, es ist anders, wenn wir das zusammen gucken. Alles, was wir zusammen machen, für die, die das noch nicht entdeckt haben, abends in JTV, ist die Macht, geht in die morphogenetische Felder. Wenn jemand sich dieses Bild anschaut oder wir das zusammen anschauen, wenn ich mit Verena telefoniere oder wir sprechen hier live während der Sendung, alles, was in der Sendung geschieht, geht sehr schnell in die morphogenetische Felder. Es wird mir immer bewusster. Das heißt, es gibt eine Millionenpotenzierung überhaupt. Wir sind noch nicht in der Lage, dieses Wirken zusammenzuschließen. Der Genie, mein Genie, Verena Genie, Markus Genie, Indigo Akademie Genie sind für mich noch isolierte Genie. Es ist eine Definitionssache und ich liebe Überfluss und Reichtum. Und jetzt lade ich ein, dieses Bild in sich wirken zu lassen und dann auf sich kommen zu lassen. Lasst das Bild auf euch zukommen und erlauben wir, dass durch unser Körper, durch unser Geist die Ermächtigung, die Markus hat, sich in der Welt ausbreitet. Dieses Bild mit seiner Symbolik, mit dem Meister Markus, wenn ich so nennen darf, breitet sich jetzt, weil wir zusammen sind, weil wir die einzige täglich verbundene Mysterienschule sind, oder wie es jeder nennen mag. Da es über das Internet ist, ist die Vorbereitung für die gemeinsame Erfassung und Erfüllung der sogenannten Akasha-Chronik oder morphogenetische Felder. JTV ist die Wissenschaft, weil hier die Leute, die hier jeden Abend seit Jahren zusammen sind, ob sie da sind oder nicht, hat es noch nie gegeben. In dieser Form, in dieser Intensität. Und wir wirken nicht mehr groß. Geografisch mit unser Bewusstsein, dadurch, dass wir weltweit zu sehen sind, sondern wir wirken kosmisch. Und deswegen ist für mich diese Erfahrung zu machen, ist einfach auch ein Glück. Und ich glaube auch, ich bin auch der Überzeugung, dass es diese Begegnung, auch wenn zwei oder drei sich begegnen, in diesem Sinne, mit dieser Energie, wo jeder sich bewusst seine Meisterschaft ist und man trifft sich trotzdem, was will man mehr? X-fache Ebene der Zeitschlüssel, ja. Das ist der Zeitschlüssel, ja.
Ja, ich möchte jetzt ein Beispiel machen. Glaube ich, dass es einfach auch passt mit dem Bild. Ich lade jetzt ein. Was ich jetzt mache, das machen die Pflanzen und die Tiere sowieso. Entspannung für alle Körper, die jetzt mit uns verbunden sind. Wer nicht möchte, braucht sich nicht damit zu verbinden. Also für die, die möchten und für alle Seelen, die mit uns verbunden sind, mit der Ermächtigung von allen, die da sind, erlaube ich mir, alle uns einzuladen, zusammenzuwirken, um Entspannung in all unsere Körper reinzubringen. Jetzt bitte ich dich mitzuwirken, dass für uns alle, wo wir jetzt versammelt sind, auch für die, die mit uns im Geist sind, nicht jetzt im Livestream, sind viele verbunden. Jetzt lade ich ein, zu wirken, Entspannung in unsere Körper zu bringen. Wir wirken sehr stark und sehr mächtig nur für die, die das jetzt möchten. Jetzt fängt das Wirken an durch die Potenzierung des Bildes und der unterschiedliche ergänzende Meisterschaften ist unsere Kraft so groß, so immens, dass wir potenziert zusammenwirken können. Entspannung für unsere Körper, fürs Muskelsystem, für das Knochensystem, für die Faszien, für alles, was im Körper verbindet und eine allgemeine Entspannung bewirken wir jetzt durch das Zusammenwirken Zusammenwirken bedeutet, anstatt 10 Watt sind wir zusammen 10.000 Watt. Ist Mathematik, ist nicht Magie. Ist ganz normal. Entspannung für all unsere Körper. Entspannung wird uns Kraft bringen und weniger Ängste. Entspannung. Dankeschön, es hat angefangen. Jetzt bitte ich einfach auch einen Wunsch in den Chat zu schreiben. Und diesen Wunsch werden wir erfüllen mit den tausendfacher Verstärkung. Bei Mal hatte mein Herz bestimmt tausendmal pro Minute geschlagen. Der Herzschlag eines Babys viel höher als bei einem Erwachsenen. Ja, bis ein Baby. Okay. Jetzt der Erste, der einen Wunsch schreibt, dieser Wunsch wird verstärkt durch unsere gemeinsame Aufmerksamkeit. Jetzt einen Wunsch schreiben. Der Erste, der einen Wunsch schreibt, ich wünsche mir, dass wir endlich erkennen, dass wir in Geld schwimmen, so wie es am Strand im Sand schwimmen.
Okay, dieses Wunsch wird jetzt erfüllt, auf so wie es Dario einfach auch gemeint hat, Erkenntnisse, dass wir in Geld schwimmen, so wie Sand am Meer, dass die Werte das Geld sind. Für diesen Wunsch lade ich ein, die Aufmerksamkeit darauf zu richten und unsere Kraft zu potenzieren, so wie im Stromgeschäft ist, ganz normal diesen Wunsch zu erfüllen von Dario, jetzt. Ich wünsche mir, dass wir endlich erkennen, dass wir in Geld schwimmen. Wenn wir es erkennen, bekommen wir auch. So wie wir am Sand, am Strand im Sand schwimmen. Dankeschön.